Carlo, wir werden kommen, wir werden dich aufschlitzen und dann wir werden deine Leiche schänden. Welche Lieder sind nicht klimageschützt, die ich jetzt hier singen könnte? Keine Ahnung. Das ist voll Jingle Bells? Ich habe jetzt Lust zu singen. Ich habe jetzt Lust, die Ohrenbluten zu verursachen. I hear the voice in the morning and she calls me. The radio reminds me of my Variante. Wobei, die GEMA darf das ja eigentlich nicht schweren, das ist ja gecovert. Das ist ja nicht der Originaltitel. Also, jetzt nicht mit originalen Stimmen etc. Das ist ja gecovert. Und zur Not verzerre ich halt beim musst du halt beim Schneiden die Stimme verzerren, dann klingt's noch bescheuerter. Na, wir sind alter Mann so Country Roads. Take me home. You know what I mean. Warum nimmst du eigentlich nicht den Geister mit? Ich erstmal die Monster töte. To the place I belong. Ich bin frei. West Virginia, Mountain Mama. Diablo, wir kommen, wir holen dich und wir bleiben mit deiner Leiche Schabernack. Du hast längst gemerkt, das ist noch lange nicht vorbei. Yeah, yeah, yeah. Das passt jetzt. Diablo, du hast nichts gemerkt, das ist noch lange nicht vorbei. Deine Schmerzen erleiden werden noch Jahrzehnte dauern. Wir werden deine Leiche schänden. Boah, was bist du für ein perverser Hentai-Tentakelmann? Hentai-Tentakel-Girl in Action, wuhu! Ja, lass mich hier raus, lass mich hier raus. Niemals! Doch niemals werde ich vor dir kriechen. Ah, geil, schon wieder legendärer Plan. Alter! Wie ist das? Das kommt davon, weil ich so wunderschön singe. Du musst auch mal so schräg singen, dann klappt das. Da klinge schon schräg. Ja, Diablo zu chanten ist schräg singen. Pam. Pam. Wuka, wuka, wuka. Baka, baka, baka. Oh, ich hab die Tür kaputt gemacht. Schnell rein. Hallo. Du musst schon herkommen. Das ist das Beste schon verpasst. Sieht aus, als hätte ich beim Winterschlussverkauf einfach nur irgendwas vom Tisch gekrabbelt. Meiner schwingt gut mit der Hüfte. Oh. Das erinnert mich jetzt wieder an... Dragonica. Weißt du noch? Oh ja. Das wollen wir jetzt nicht weiter erwähnen. Ja. Aber die hält den Arsch gut hin. Oder an, was war das? Alotz war das, glaube ich, wo du da die eine Quest hast, wo du da in der Sauna sitzt und die Leute ein bisschen auspeitschen musst. Das war ja noch was anderes. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Nur mit Strapsen bekleidet als Frau in diese Sauna gehst, in diese Therme. Und als Mann so voll den hässlichen Oma-Schlüpper anhast. Alter, das Ding sieht aus, als hätte man damit schon 50 mal den Boden. Bevor ich jetzt noch weiter gehe, gucke ich jetzt mal nach den Skills wieder. Ja, mach das. Ich habe hier derweil meinen Spaß. Ich sagte es ja gerade noch. Ja, was kann ich dafür? Die haben angefangen. Ich bin geheilt. Die sind mir du in meine bist Luft ja weitergegangen. Du bist ja weitergegangen. Sind mir in meine Luft zum Atmen gekommen. Also was juckt das jetzt schon wieder Skills? Du musst das gleich ein Level up haben, dann musst du eh wieder Skills gucken. Das stimmt auch. Boah, ich würde jetzt mal das hier reinnehmen. Oh, es regnet. Es hagelt. Ich mag ja durchaus den Meteor, aber. Los, Talons, Mord, Meteorregen! Oh, das ist ein Gobby. Da ist ein Gobby, da ist ein Gobby. Ich habe nicht genug Arkan. Gobby stirb! Pam! Gobby tot. Schade. Das wird es geben. So. Taka, taka, taka. Ist auch tot. Da
lebt noch was? Ist nicht mehr. Hätte ich gedacht, dass ich noch besser wäre. Kiwi, jetzt kannst du gucken. Jetzt kann ich noch mal gucken. Jetzt erlaube ich es dir. Energierüstung habe ich jetzt. Aus, ey. Mhm. Wäre ich auch mal den ich mal aus. Illusionist. Boah, ich finde aber generell die Schuhe vom Dämonenjäger sind irgendwie alle aus wie Krallen, wie Krallen von Vögeln. Soll wahrscheinlich auch so sein. Sehe ich aus wie ein Vogel? Ohne jetzt hart spoilern zu wollen, aber das neue Set sieht ja auch nicht gerade besser aus. Ach, ich hab voll gespoilert. Ich kann's einfach nicht lassen. Guck mal, ein Wegpunkt und ein Pult mit einem Blatt. Im Teil 3 von Learik Tage. Hallen, der Affe. Also, heute habe ich Gulasch gegessen. Heute ist nicht deiner Tag. Mindestens 3 Leute zum Kopfab verurteilt. Oh, meinst du, bin ich bei Alice? Lazarus weiß Bescheid. So viel ist klar. Kopf abhacken! Weil ich ja wirklich sagen muss, die Herzkönigin in Alice Madness Returns, was ja parallel immer noch auf dem Channel läuft, war ziemlich popelig dafür, dass sie in den Filmen grundsätzlich alles um den Kopf abhacken wollte. Weil es schon ein bisschen brutal war, auf Herzen rumzutrampeln. Aber gut, whatever. Ich mache das, was man mir befiehlt in diesem Spiel. Und ich habe Spaß daran. Jetzt noch eine Truhe. Aber du rennst ja schon lieber wieder weiter. Ich habe noch ein bisschen zu kämpfen. Ich arbeite halt. Ja, ich nicht, oder was? Nee. Ja, natürlich. So. Ich auch. Aber ist doch, er hört Truhe. Oh, Truhe, direkt hin. So wie so ein Magnet, so ein Geier. Ah, knack. Ich muss meine Knochen gleich mal richten, ey. Irgendwie total verkrüppelt und verspannt momentan. Vielleicht sollte ich mich auch einfach nur richtig hinsetzen. Was meinst du? Ist es 1, 2 oder 3? 4. 4. Wurde also von Aliens entführt und gegen etwas anderes ausgetauscht. Okay. Wenn du das sagst, dann stimmt das. La 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 la. Alter, immer diese Blutlachen hier. Ich mach das nicht sauber. Ich kann Bock zu. Wenn ich nicht bezahlt werde, das stand nicht im Vertrag. Hallo. Hallo. Guck mal, da kommen sie. Oh, da kommen sie, die kleinen Süßen. Die kommen fein. Ja, die haben fein. Ihren Diskus rumwerfen, du musst. Fein. Ich habe auch ein Leckerchen für euch, wenn ihr hochkommt. Ja, so ist fein. Ganz fein macht ihr das, meine Kleinen. Machen sie das nicht wunderschön? Sie lernen so schnell und werden so schnell groß. Komm, wir gehen weiter. Ich bin der Eismann. Komm. Pam. Ich bin der Eismann. Klingelingeling, klingelingeling. Oh mein Gott. Nicht spoilern, wir haben es geschafft. Jetzt beim Boss. Boah, ich will vorher nochmal meine Fähigkeit wechseln. Wir sind Level 28, wir werden sterben. So. Wenn ich jetzt mal treffen würde. Zack. Licht wegdrücken. Ja. Lea ist sicher zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Kenn ich schon, hat man schon Teil 1. Da hieß er noch Butcher. Erst so hässlich! Splitten! Wuhu! Don't touch me! Dum, 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 dum.
Don't touch me. Welche Richtung? Ach, Türmchen. Ja, schlag den Turm, das ist eine gute Sache. Vorsicht. Da. Ein bisschen Eis von oben. Das bisschen Haus reicht, macht sich von allein, sagt mein Mann. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich hier gerade drauf komme. Feuer! Bam! Warte. Jawohl. Tja, er ist durch mich durchgerannt. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Schon fresh, drei Sachen. Ich sage, ich krieg zwei und ich krieg drei. Ich hab was. Ich muss mal kurz in die Stadt. Ich bin full. Oh, okay. In der Zeit infiziere ich mal. Ich habe jetzt... Oh, ich habe zweimal denselben Plan gedroppt. Boah, wie fies ist das denn? Jetzt muss ich ausnahmsweise mal sagen, haha. Ich kann dir nicht mal einen geben, weil die Scheißdinger Account gebunden sind. Oh, ein richtig fetter Köcher. Geil. Und einen wunderschönen Ring mit Sockel. Leider kann ich die Armbrüstchen nicht gebrauchen. Schade. So, ich guck auch mal gerade, was ich bekommen habe. Ich habe eine legendäre Zweihandachs bekommen. Yay, ich nehm die hier. Alter, ich nehm die fette, die hier liegt. So, die darfst du gerne mal haben wegen Transmodifikation. Das ist sehr nett von dir. Merci. Leuchtet so schön. Den Barbier darfst du auch einmal haben. Den hatte ich schon, danke. So. Die Hälfte austauschen hier. Das ist aber voll kacke, dass ich den zweiten, den Plan zweimal gedroppt habe. Schnellzuggürtel ist das. Schnell mit dem Gürtel und dann können wir loslegen, Bebe. 922 Schaden. Pff, ich gucke auch 654, Alter. War noch nicht in der Stadt. Ja, du mich auch. Hab da noch zwei kleine Rubine mittlerweile getroppt. Ja. Laber lieber nicht dazwischen jetzt. Tu ich nie. Ich niemals machen. Ja. Ein Schrei. Ja. Pam, ich töte euch alle. Ich bringe euch um, ihr kleinen Drecke. Lasst Tyrael frei. Ich könnte jetzt was zu dem Schrei sagen. Back this time. Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war, ich bin Tyrael. Ich bin Tyrael. Ich bin die Tür. Dem Öl. Ich bin Tyraöl. Trottel. Warum Zweck? Du. Auf in die City! Big City! Beep. Ich krieg erstmal 5 Stunden im Ladebildschirm. Ladebild! Sure. Templer-Schatzi, ich hab sogar was für dich. Guck mal. Warum rüstest du eigentlich deinen Templer aus? Sag mir das mal. Weil ich dazu jetzt Bock hatte. Ist ein Problem damit? Was du? So, Waffe reparieren. Das kaputt machen, das da. Das und das. Fertig.
oder was? So, habe ich eine neue Waffe? Nichts, mit der ich jetzt zwingend etwas Besseres anfangen könnte. Okay, dann nicht. Händler, du nimmst mal den legendären Plan. Zack. Jo. Guck ich gerade noch, ob Lea ein Büchlein hat und dann können wir gerne rüber. Ich werde auch den Schmied ein bisschen höher pushen bei mir. Okay, Lea hat nichts mehr bei mir. Den Schmied kannst du dann auch im nächsten Akt pushen. Nein, das ist so ein schöner Effekt, das leuchtet so schön. Sehr ruhig. Die Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Caldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Wir schulden ihm mindestens das. Danach muss er gerecht werden. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann, Kane. Ei, ei, Sir! Natürlich, wie wär's mit uns beiden? So, mal kurz. Großaufnahme von Maria. Sollen wir nach Caldeum aufbrechen, mein Freund? Ja. Los geht's! Oh, Video sehen wir leider nicht. Nee, oh, ist voll kacke. Sag mal, das kennt ja jeder von euch. Theoretisch, wenn nicht, euer Pech. Schreibt's rein, dann machen wir gerne nochmal ein Special, wenn wir durch sind und nehmen wir nochmal die ganzen Videos mit auf. Da wären wir. Caldeum. Das Juwel des Ostens. Juwel des Ostens. Das würde er jetzt nicht mehr. Das ist ein Dialog. Caldeum nun unter Belia als Band. Wir werden uns trennen müssen. Ihr zwei sucht nach Belial, während ich Magda aufspüre und sie für Kanes Tod büßen lasse. So. Aber prinzipiell, wie es wirklich weitergeht... Seht ihr, wenn das Licht angeht. Also ungefähr nächste Woche. In der nächsten Session. Ich muss noch das Buch nehmen. Ich hab das Buch muss doch sein. Dann sag ich mal. Nee. Wartet auf mich. Welcher war das jetzt? Genau, schnell weg hier. Bewegung! Tschüss! Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann!